Riding with the Angels hieß das Motto der Ausfahrt für Biker, das Hells Angel-Mitglied Franz van Teek am letzten Wochenende in Gottelsheim veranstaltete. Das Idee dahinter ist einmal im Jahr die Differenzen zwischen Motorradclubs untereinander und auch sogar die Differenzen zwischen Staat und Rockerclubs zu beseitigen und einmal an einen Strang zu ziehen, einen Tag im Jahr, und dabei was Geld zusammenzubringen für guten Zweck. Es geht nach Wir für uns, das ist ein Bürgerhilfeverein in Korbach. Mhm. Und die machen damit, die bezahlen dafür Leute, die einkaufen machen für alte Leute und mal Rasen mee bei alte Leute zu Hause. Und die planen, glaube ich, eine Busausfahrt mit Leuten aus dem Altersheim. Etwa 120 Biker waren dabei, darunter auch viele Hells Angels. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes dürfen in diesem Jahr auch wieder Kutten getragen werden. Ja, wir sind natürlich der Meinung, dass es Gerechtigkeit war. Das ist letztes Jahr natürlich komplett aus dem Ruder gelaufen. Da war eigentlich nur der Schriftzug Hells Angels in Zusammenhang mit der Deathhead verboten. Mittlerweile hat die Polizei uns aufgefordert, sogar 81 abzukleben oder Support abzukleben. Natürlich vollkommen Schwachsinnigkeit, sowas. Aber gut, die Leute auf die Straße, die Polizei auf die Straße, kriegt es auch von oben irgendwie zugeschoben. Wir meinen, das ist unsere Freiheit als Bürger, unsere Emblemen zu tragen, wenn das auch weiter so machen. Und dann ging's auf die Ausfahrt Richtung Diemelsee. Das Auge des Gesetzes war mit großem Aufgebot immer dabei. Beteiligte und Beobachter konnten diesen Riesenaufwand nicht wirklich nachvollziehen. Ja, am Anfang waren die Leute natürlich ein bisschen beeinflusst durch die Presse, wie eigentlich die meisten, haben Vorurteile gehabt, aber ich bin einfach offen auf die Leute zugegangen und wenn da mal Fragen waren, soweit ich konnte, das beantwortet und Verständnis gemacht für unsere Denkart und Gangart, und eigentlich geht es im Moment sehr gut. Zurück in Gottelsheim war Bikerparty angesagt, bei Franz im Garten. Und der Tag ging genauso entspannt zu Ende, wie er begonnen hatte. Also es ist sehr interessant, mal zu verfolgen, wie so ein Motorradrennen stattfindet, wie es organisiert ist. Und wir als Gottelsheimer können sagen, dass das also für uns kein Problem ist. Ja? Und der Franz hier als Zugezogener von vor 2 oder 3 Jahren oder noch länger, ich weiß es gar nicht mehr genau, da kann man auch keiner irgendein negatives Wort drüber sagen, ja.